Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mountain Blade 2 Bannerlord. Und ich habe mir heute als Ziel gesetzt, dass wir vielleicht mal heiraten. Das heißt, wir müssen hier erstmal eine potenzielle Partnerin finden. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dame, die ich mir da rausgesucht habe, passt. Allerdings habe ich hier mal auf, habe ich mir die hier rausgesucht aus den Klänen. Und mit der habe ich auch schon eine gute Beziehung, wahrscheinlich, weil ich ihren Clan unterstützt habe. Und ja, die Königin mag mich übrigens nicht mehr. Aus unerfindlichen Gründen hat die minus 18 bei mir. Die mag mich überhaupt nicht. Und ja, ne, hier Vater, Mutter, Bruder, Bruder. Also die scheinen keinen Mann aktuell zu haben. Und ja, einfach mal sehen. Vielleicht können wir sie hier auf jeden Fall heiraten. Eine Adliger von Südliches Königreich. Also das sollte eigentlich funktionieren. Mal sehen. Ich möchte halt da in diesen einen Clan einheiraten, damit wir noch mehr Macht bekommen. Dann können wir eventuell Nippon. Hey Nippon, was geht? Hat er vielleicht eine Aufgabe oder so? Nee. Nippon, war das nicht diese richtig geile Süßigkeit aus Puffreis? Nippon, aber wird anders geschrieben, ich glaube Doppel-P. Nippon. Ich glaube, so wird das geschrieben. Nippon. Und wir sind wieder im Krieg hier. Oh, das ist schön. Sind hier wieder im Krieg, das freut mich. Und wir haben jetzt ziemlich viele Plünderer. Also ich würde gerne einen Mod haben, der automatisch Kämpfe mit Plünderern macht. Das heißt, sobald ich einen Plünderer angreife, dass sofort einfach der Kampf aufgelöst wird. Das wär herrlich. Dann könnte ich nämlich viel mehr Plünderer jagen. Und ja. Also hier in der Nähe wurde die das letzte Mal gesehen, die ich suche. Die Dame hier. Das heißt, vielleicht ist die in der Burg hier. Ja doch, die ist da anscheinend. Ja, sehr schön. Debane aus dem Hause Mestrikaros. Genau. So. Bin Gastgeber eines Turniers bei Husen Fulk und erwarte Teilnehmer aus dem ganzen Reich. Ich habe Grund zu der Annahme, dass einer der teilnehmenden Krieger in Wirklichkeit ein Spion ist, der geschickt wurde, um Informationen über seine Verteidigung zu sammeln. Über seine Verteidigung? Aha. Also, das war die deutsche Übersetzung über seine Verteidigung. Ja, da wird er sicher viel darüber rausfinden. Jeder Reisende kann von einem Feind gebeten werden, die Orte, die er bereits auszuspionieren. Wie kann ich diesen ausfindig machen? Natürlich, ich habe selbst Spione eingesetzt, aber für einen Turnierteilnehmer. Fragen über Zustand organisierende Mauern stellt, Dinge, die keinen ehrlichen Reisenden betreffen würden, inzwischen dem und dem privaten Informationen, die ich erhalte. Ich kann es nicht lesen, so. Das ist zu viel. Auf jeden Fall, der Spion muss sich im Inneren verstecken, Husen Fulk. Sobald sie dort sind, fangen sie an, die Stadtbewohner zu befragen. Okay. I will do it for my girl. So, na, da müssen wir uns jetzt ein bisschen einschleimen, halt ganz beliebt bei ihr werden, damit sie, naja, ihr wisst schon. Und deswegen müssen wir jetzt mal eben kurz gucken hier. Debane Husen Fulk. Da, Husen Fulk. Oh, das ist ja gar nicht so weit weg. Kann man eigentlich Beförderung? Oh ja, der hier. Und ja, ansonsten bin ich immer noch sehr, sehr begeistert vom Spiel. Ich würde mich über ein paar Mods freuen. Ich muss nachher mal gucken, ob es überhaupt schon welche gibt. Und dann mal gucken.
Genau, wir müssen jetzt zum Stadtzentrum gehen und mit den Leuten schnacken. Beziehungsweise müssen wir, glaube ich, gar nicht hier rein. Wir können auch einfach hier auf der Auswahl ein bisschen mitten reden. Überteuerte Rohstoffe. Bandenchef braucht Waffen. Egal, sprechen wir mit der Waffenhändlerin. Vielleicht hat die eine Ahnung. Okay, die hat also keinen gesehen. Räumung. Okay. Hat auch nichts gesehen. Also hier müssen wir jetzt verschiedene. Verschiedene Leute ansprechen. Stimmt's, der Spion? Ja, zu ihrer Ermittlung haben sich herumgesprochen. Ja, was soll ich dagegen machen? Ja, jeder weiß, dass sie Fragen gestellt haben. Ihre Beute wird entgleiten, wenn sie sich nicht beeilen. Ja. Toll. Das weiß ich auch. Ruhe, die Krankheit. Sie hat auch keinen gesehen. Also diese Mission ist wirklich, wirklich schwierig. Er plant zu verschwinden, was kann ich denn dagegen tun? Warum ja in der Taverne gestern Abend habe einen Betrunkenen in der Ecke gedrängt und ihn immer wieder um Informationen über den Pförtnerhaus gebeten. Der hatte einen Bart. Viele Männer haben Bärte. Ah, okay. Jetzt haben wir schon einen. Also er hatte einen Bart. Der hat auch einen Bart. Und ein Kopftuch. Na gut. Mal eben gucken, Informationen hier nachschauen. Nachdem ihr einige Leute in der Stadt befragt habt, erhieltet ihr Informationen, dass der Spion einen Bart hat. Ja, okay. Dann gehen wir mal in die Taverne und suchen jemanden mit einem Bart. Einen bärtigen Gesellen. Du hast einen Bart. Ist einer der Teilnehmer des Turniers mit sehr seltsamen Fragen zu dir gekommen? Ich akzeptiere das. Ich finde die Übersetzung echt, echt lustig teilweise. Schläger. Wir brauchen einen Typen mit Bart. Es ist wirklich schwierig, hier irgendwas zu finden. Nun, es gab einen gut aussehenden Krieger, vielleicht jünger als die anderen. Er hatte nicht all die Narben und so weiter in dieser harten, fällen Kämpfen mit sich bringen. Ein unversehrtes Gesicht ist bei Bauern und Händlern üblich, aber weniger bei Kriegern. Dies könnte nützlich sein. Also, wir haben weitere Informationen bekommen.
Jetzt seid ihr sicher, dass der Spion keine Bemalung Narben hat. Gut, und was müssen wir jetzt genau machen? Tritt die Arena. Nee, das ist nicht. Wir müssen weiter Leute befragen anscheinend. Und ja, ich werde mal eben kurz einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder, sobald ich ein paar Informationen bekommen habe und vor allem einen Plan, wie ich das Ganze hier lösen kann. Also, bis gleich. Ja, okay, ich habe jetzt doch noch nichts gemacht. Also der Cut war jetzt eigentlich unnötig. Aber ich habe mal eben kurz rausgefunden, was wir machen müssen. Und zwar müssen wir noch einen Hinweis finden. Das heißt, wir gehen jetzt trotzdem weiterfragen. Und sobald wir drei Hinweise haben, wird sich das Ganze so ein bisschen aufklären hier. So, also wir machen es schon richtig. Da habe ich mich mal eben ganz schnell informiert. Ne, sowas mache ich für gewöhnlich nicht, aber ich möchte halt auch nicht, dass es hier so lange dauert. Und wir, sage ich mal, hier festhängen. Ah, mehr Männer haben Haare als nicht, aber... Das sind Fragen stellen. Normaler Kopf, mittleres Alters, das ist wirklich alles, woran ich mich erinnern kann. Aha, sehr hilfreich. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall drei Hinweise bekommen. Ich muss sie mal eben kurz gucken. Ihr habt jetzt genug Beweise, um den Spion zu identifizieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Kandidaten in den Gassen mit örtlichen Schlägern herumtreiben. Finden Sie ihn und sprecht mit ihm. Okay, was ist man denn? Das muss ich mal eben kurz irgendwie notieren oder so. Weil ich kann das irgendwie nicht abrufen, wenn ich da bin. Deswegen mach ich mir eben kurz Word auf und schreib mir das mir eben... Oh, ups. Schreib das mir eben auf hier. Und zwar, hat einen Bart. Keine Narben oder Bemalung. Und keine Glatze. Also hat Haare. So, das sind die Informationen, die wir haben. Wenn wir jetzt mal ins Stadtzentrum gehen und in die Gassen gehen und die Leute ansprechen. Ich suche nach einem Spion. Hur die Krankheit. So, mal sehen hier. Also müssen die Seitengasse. Und hier eine Seitengasse. Räumung da oben. Das ist wahrscheinlich das Ding. Räumung. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das... Ja, das klingt irgendwie merkwürdig, Räumung. Wahrscheinlich auch so eine komische Übersetzung. Aber gehen wir mal zur Räumung. Falls das... Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ja, genau, das ist es hier. Da vorne sehe ich schon welche. Schläger, also der hat einen Bart, ist nicht kahl und keine Narben. Und der könnte es sein. Der hat zwar auch einen Bart, ist auch nicht kahl. Schau nochmal nach, darf ich? Ich nehme keine Befehle von Leuten wie Ihnen an. Auf ihn, Jungs. Okay, keiner greift mich an. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben einen Bug gefunden. Jo, ich würde mal sagen, dass das ein Bug ist. Ja, auch dass die NPCs so zusammenstehen, ist wahrscheinlich auch nicht gewollt.
Wahrscheinlich sollte ich das mit dem Kampfbeginn irgendwie probieren zu lassen. Und das lieber anders lösen. Also der ist nicht kahl. Es ist irgendwie schwierig, weil die alle sehen so aus wie ja, den wir suchen. Da müssen wir die alle vermöbeln. Schläger. Was haben wir denn hier nochmal? Ich sage eigentlich alle das gleiche. Zäher Kandidat. Ah, okay, der war das. Wir müssen gar nicht raten. Okay, wir müssen nicht raten. Kann ich meine Datei ja hier zumachen? Das ist ja doof. Jetzt müssen wir eben duellieren hier. Ja, der hat gut was ausgehalten, aber er hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Duell ist beendet, ich habe gewonnen. Ja, und wir haben gerade... Hä? Was war das denn? Was, der Falsche? Also man kann die doch verkacken. Oh Mann. Ich dachte man... Oh, jetzt habe ich meine Beziehung mit der noch weiter... Jetzt habe ich meine Beziehung mit der kaputt gemacht. Oh Scheiße. Oh. Ich dachte man kann das nicht falsch machen. Okay, kann man aber. Also hätte ich mir doch diese Clues aufschreiben müssen. Scheiße. Okay, dann muss ich jetzt versuchen, mit der Dame wieder grün zu werden. Und vor allem muss ich langsam mal einen General einstellen, der so ein bisschen was für mich macht, damit ich beliebter werde, weil... Ja, jetzt habe ich meine Chancen nicht unbedingt verbessert mit ihr hier. Ja. Meine Dame, ich möchte mich zu ihrem glühendsten Verehrer bekennen. Ja, wir erwägen Angebote. Diese Dinge werden nicht überstürzt behandelt. Ich möchte meine Hand zur Heirat anbieten, jo. Ja, nun ich denke, ich kann ihr Angebot in Betracht ziehen. Wir treffen uns, wie üblich ist, von Zeit zu Zeit, um zu sehen, ob wir füreinander geeignet sind. Ich hoffe, sie bald wieder zu sehen. Yay! Okay, also sie hasst mich jetzt nicht. Das ist gut. Das ist ein guter Anfang. Also ich habe Scheiße gebaut und sie hasst mich nicht. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Und ja, ich glaube, dass das hier jetzt auch die Folge schon war. Beziehungsweise muss ich mal kurz gucken, wie... Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können jetzt hier... Ja genau, ich würde sagen, dass wir mal eben kurz einen General ausbilden. Beziehungsweise, dass wir einen hier, sage ich mal, nehmen. Und ein wenig... Ja. Chirurg brauchen wir, Speer brauchen wir nicht unbedingt. Den könnten wir eigentlich eine eigene Truppe geben. Oder wir können uns einen neuen holen. Und den zu einem Armeetypen machen. Das mache ich, glaube ich. Und zwar, ich weiß nicht, ob die sich selber ausrüsten dann, ich hoffe mal. Aber wir gehen mal auf Helden, dann auf Wanderer, dann suchen wir uns jetzt einen richtig, richtig guten. Der Frostbart zum Beispiel wäre eigentlich, nee, das war das gar nicht. Wer war nochmal der Gute, die so viel Taktik haben? Blutachs, das klingt auch sehr, sehr ansprechend. Langmesser. Der Geschädigte.
Ah, diese Übersetzungen sind herrlich manchmal. Also irgendwie gibt das so einen gewissen Unterhaltungsfaktor, ne? Der Schwell der Abfälle. Der hat 140 Spähen. Ist das echt ein Wanderer? Tatsache. 140 Spähen. Nie zuvor gesehen. Okay. Verstehe ich nicht. Ist wahrscheinlich auch ein Bug. Lokalien der Bulle. Ich möchte halt unbedingt Dings hier finden. Ein mit guter... Ich glaube, der Glückliche war das. Fisch war es nicht, ne? Diesen Speer. Der Glückliche. Irgendwie glücklich oder so war da. Da, wieder der Glückliche. Achso, der wurde gefangen genommen. Wurde zuletzt heute in Mysea gesehen. Okay. Und warum ist der Typ komplett nackt? Ich glaube, ich habe den mal aus meinen Diensten entlassen, ne? Ich glaube, den können wir mal wieder herholen. Ich meine, ich habe ihn zwar komplett nackt ausgezogen und so, aber... Ich meine... Oh oh. Oh oh. Oh fuck. Oh fuck. Bleiben Sie bei der Hand, vielleicht müssen wir uns nicht prügeln. Scheiße. Ich komme da nicht weg. Scheiße. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Okay, meine Lieben. Ich weiß, ihr hasst diese Cliffhanger, aber das würde jetzt so lange dauern, den Kampf zu machen. Deswegen, also, ihr könnt euch richtig auf die nächste Folge freuen, denn dann wird entschieden, sag mal, ob diese... Ja, also die hassen mich. Das sind die Kergiten oder diese Kuh, wie heißt die normal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das sind diese richtig Üblen, die mich hassen ohne Ende. Und genau denen bin ich jetzt in die Arme gelaufen, weil ich Dummkopf diese Schnellreisefunktion genutzt habe. Und die Wahrscheinlichkeit ist verdammt hoch, dass die mich exekutieren. Wenn die mich jetzt erwischen. Deswegen. Dieser aussichtslose Kampf, der eigentlich... Wir können nur verlieren eigentlich. Den werden wir in der nächsten Folge schlagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ja bei meiner Exekution wieder. Bis dann und tschüss.